kurze Nacht fliegt man von Mitteleuropa auf die Malediven. Dort gehen zwei Urlaubsträume in Erfüllung. Ruhe und Erholung unter Tropensonne auf einsamen Palmenstränden und das Eintauchen in die paradiesische Unterwasserwelt. Die Republik der Malediven im Indischen Ozean ist ungefähr 650 Kilometer nordöstlich der Spitze Indiens und Sri Lankas gelegen. Die gesamte Fläche des Archipels von Inseln und Meer ist ungefähr 90.000 Quadratkilometer groß. Die Ausdehnung der 1190 Koralleninseln beträgt 823 Kilometer von Nord nach Süd und 130 Kilometer von Ost nach West. Den Urlauberstrom nehmen vier Atolle mit zahlreichen kleinen Ferieninseln in Empfang. In den letzten 20 Jahren machte der Tourismus auf den Malediven ständige Fortschritte, sodass der Reisende heute durchaus eine gut entwickelte Infrastruktur mit internationalem Standard vorfindet. Die Volkszählung von 1990 stellte 213.000 Einwohner und ein Bevölkerungswachstum von 3,4% fest. Die Regierung plant neue Touristenzentren im Süden, um der schnell wachsenden Bevölkerung auch weiterhin bescheidenen Wohlstand bieten zu können. Der Tourismus mit derzeit 64 Ferieninseln und 10.000 Betten ist das ökonomische Rückgrat des Landes. Schon im Flugzeug beginnen die Einreiseformalitäten. Man füllt eine Entry-Card, die Einreisekarte, aus, für die schnelle Abwicklung der Pass- und Zollkontrollen im Hulule Airport. Liebevoll wird Hulule von den Einheimischen schwimmender Flugzeugträger genannt. 1981 baute man mit riesigen Aufschüttungen von Korallensand auf der Insel Hulule eine 3 Kilometer lange Landebahn für den internationalen Flugverkehr. Diese nationale Anstrengung ermöglicht es heute, dass die Malediven von allen anderen Kontinenten direkt, meist im Charterverkehr, angeflogen werden können. Male International Airport ist ein kleiner Flughafen, auf dem sich jeder auch im Gedränge einer Jumbo-Jet-Ladung leicht zurechtfindet. Die Beamten und viele Malediver sprechen die notwendigen Touristenfloskeln in Englisch, Deutsch oder Italienisch, um im Tropenklima den blassen Neuankömmlingen hilfreich unter die Arme greifen zu können. Mit den Einreisekarten wird automatisch ein Visum auf 30 Tage ausgestellt. Die Zollregulierungen bei der Einreise in den muslimischen Staat werden streng gehandhabt, denn man fürchtet den Drogenschmuggel. Streng verboten ist das Einführen von Alkohol, Pornografie in Druck und Video, Harpunen, Waffen und Unterwassergewehren. Zigaretten mitzunehmen lohnt sich nicht, da alle guten Sorten preiswert zu erhalten sind. Besonders fantasievolle Reiseführer berichten, dass auch Medikamente und Verhütungsmittel das Interesse der Zöllner wecken. Vor dem Ankunftsgebäude empfangen Vertreter der Reiseveranstalter die Urlauber. Vom Flugplatz werden sie auf die gebuchten Ferieninseln verteilt. 99% aller Urlauber kommen als Pauschaltouristen. Dann führen ortskundige Helfer die Ankommenden zu dem jeweiligen Boot, das zur gebuchten Ferieninsel fährt. Individualreisende können von hier aus in die Hauptstadt Male übersetzen. Alle Fahrten zu anderen, nicht touristisch erschlossenen Inseln unterliegen einer fremden polizeilichen Genehmigung. Diese wird nur selten erteilt. Diese strikten Gesetze sollen die einheimische Bevölkerung vor Überfremdung schützen. Das traditionelle Verkehrsmittel zwischen den Inseln ist das Dhoni, ein seetüchtiges Holzboot mit Dieselantrieb. Wie bei allen Bootsfahrten sollten Kinder auch hier Schwimmwesten tragen. Für schnelle Überfahrten zu den weit entfernten Ferieninseln verkehren auch sogenannte Speedboote. Der jeweilige Transport zum Hotel ist meist im Pauschalangebot enthalten. Die der Hauptstadt Male bzw. der Flughafeninsel Hulule am nächsten gelegenen Ferieninseln liegen im Süd-Male-Atoll. 16 Ressorts warten hier auf Gäste aus aller Welt. 4 Beispiele sind ausgewählt: Mbudu, Bolifushi und die beiden Nachbarinseln Biado und Viliwaru. Inseln, die zu den Lieblingsplätzen der deutschen Urlauber zählen.
Mit dem Boot hat man den oft stürmischen Kanal zwischen dem Nord- und Südmaleatoll zu überqueren. Früher waren die Donis, die traditionellen Personenschiffe, nur mit Segeln ausgerüstet. Heute werden sie mit Dieselmotoren betrieben. Die Boote sind sicher und die maledivischen Seeleute kennen die Seewege des Atolls wie Autofahrer ihre Schleichwege in Großstädten. Bei Nacht wird, der Riffe wegen, nicht gefahren. Mbulu Village liegt im Inneren des nordöstlichen Südmale-Atolls. Die relativ kleine Insel, 350 x 150 Meter, hat eine dichte Vegetation mit Gummibäumen und hohen Kokospalmen. Die Strandbar von Mbulu Village zählt seit Jahren zu den beliebtesten Plätzen dieser Ferieninsel. Die Hotelanlagen haben gemeinsame Speiseräume, denn alle Reisearrangements werden mit Vollpension angeboten. Steht auf Mbulu eine Hotelanlage mit 180 Betten. Die Reihenbungalows sind schlicht, mit Deckenventilatoren und romantischen Moskitonetzen über den Betten. Überfüllte Badestrände kann es auf keiner Malediveninsel geben, denn die oft weniger als 100 Feriengäste verlaufen sich am Strand oder sind sowieso draußen im Wasser. Fushi heißt eine kleine Insel in den nordwestlichen Gewässern des Südmale-Atolls. Boli ist das einheimische Wort für Muschel, Fushi heißt Sandbank. In 15 Minuten ist die 200 Meter lange und 70 Meter breite Insel zu Fuß zu umkreisen. Sie besitzt auf der Ostseite eine große Lagune zum Schwimmen und Surfen. Die Hotelunterkünfte bestehen aus zweistöckigen Reihenbungalows mit 32 Zimmern, die voll klimatisiert und mit Minibars ausgestattet sind. Jede Insel verfügt über einen Shop, in dem es Kosmetika, einheimische Souvenirs und aus dem ostasiatischen Raum zusammengetragene Massenware gibt. Windsurfen kann man überall, doch der Jet-Wasserski ist ein Spezialangebot der Tauchschule von Mbulu und bisher nur hier zu haben. Weit draußen im Wasser, vor dem Hausriff, zeigen Experten und Wassernixen ihre Kunststücke. Biliwaru und Biado Island Resort sind gewissermaßen Schwesterninseln. Sie liegen nur 300 Meter voneinander entfernt. Beide Anlagen werden von einer indischen Gesellschaft geführt, die, wie alle anderen auch, ihre Ressource von der maledivischen Regierung auf 20 Jahre gepachtet hat. Hier kann man keine Ferieninsel kaufen. Der Restaurantkomplex von Biliwaru ist voll klimatisiert. Die Zimmer der Reihenhäuser am Strand sind wahlweise klimatisiert oder mit Ventilatoren ausgestattet. Neben der traumhaften Strandkulisse bietet die intakte Umwelt hautnahe Erlebnisse mit exotischem Krabbelgetier, Vögeln und Fischen. Zunächst Berührungsängste hat, wird sich bald daran gewöhnt haben. Denn hier sind alle Tiere unterhaltsame Spielgefährten und für den Menschen völlig ungefährlich. Viel gefährlicher ist die Tropensonne auf nackter Haut. Und nicht nur des Sonnenbrandes wegen. Oben ohne oder Nacktbaden verbietet die islamische Religion. Wird man erwischt, sind Geldstrafen oder Ausweisung die Folge. Und die neugierigen Augen der maledivischen Moralhüter sind überall. Von der Insel Biliwaru nach Biado ist es ein Katzensprung. Biado, im Osten des Südmale-Atolls gelegen, ist mit dem Doni in nur 2 Stunden vom Flugplatz Hulule aus zu erreichen. Die Lage der Insel